Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lemmings. Und wieder haben wir so ein tolles Level, wo wir nur 30 Treppen haben. Ich bin begeistert. Death, ja schön, da will ich hin. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rüber treppen, weil da fallen die sonst tot. Gleiches Spielchen wie eben. So, und dann fallen sie hier tot. Fallen die da tot? Ich glaube, da fallen sie nicht tot. Ich glaube, die bleiben hier nochmal hängen. Das hoffe ich jetzt einfach mal ganz stark. Was ist denn hier hinten? Da laufen sie in irgendeine Falle rein. Das heißt, hier müssen wir den dicht machen. Ich will erstmal eben ausprobieren, ob die hier wirklich tot fallen. Ich glaube nämlich nicht. Ich meine, die bleiben da nochmal hängen. Aber dazu. Oh, meine Lieblingsmusik. Dazu müssen wir erstmal hier jetzt rüber treppen. 30 Treppen sollten eigentlich ausreichend sein. Wir gucken mal. Ist irgendwie schon ein bisschen traurig, dass das Tor so, oder das Ziel so nah ist. Aber wir müssen jetzt tatsächlich erstmal hier überbauen. So, das sollte reichen. Jetzt gucken wir mal. Ich bin der Meinung, die fallen dann nicht tot, weil wenn doch, dann schaffe ich das von der Anzahl der Treppen überhaupt nicht. Da hakt ihr doch noch irgendwo fest, ne? Ja, tut ihr. Gut. Wir müssen das jetzt hier dicht kriegen. Ich lasse mal eben hier zwei nochmal Treppen. Hier dicht machen. Jetzt haben wir da einen festgebackt, aber gut, den holen wir vielleicht gleich noch wieder raus. Vielleicht vor allem, ja. Den holen wir ganz sicher da wieder raus. So, jetzt können wir eigentlich hier beschleunigen hier, ne? Okay, so hammerhart ist das Level nicht. Jetzt müssen wir gleich nur den da irgendwie noch wieder rausbuxieren, ohne dass er stirbt. So, kommst du da noch wieder raus, mein Freund? Jetzt hab ich da zwei reingefrebbelt. Ja, das ist ein großes Problem, ne? Wenn ich euch da nicht rauskriege, ist das Spiel eh verloren, ne? Ich glaube, die backen sich jetzt immer weiter in den Felsen fest. Ja, ich kann es eigentlich knicken. Oh. Das ist gar keine Falle? Ach so, dann fallen sie da in den Tod. Okay. Wenn das gar keine Falle ist in dem Sinne. Achso, scheiße, warte, vielleicht brauchte ich ja gar nicht. Vielleicht hätte ich ja gar nicht 100% gebraucht, fällt mir gerade ein. Oh, ich Idiot. Okay, ich hätte zwei verloren. Na gut. Also einer darf draufgehen. Einer darf draufgehen, okay. Ja, okay, dann probier das nochmal. So schlimm ist es nicht, das Level. Ja, ich kann auch hier schon euch bauen lassen, ne? Pass mal auf. Eins. Zwei. 3, 4, 5. So, und du baust jetzt in Ruhe da oben deine Treppe. So, jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das denn am besten? Ich könnte auch hier dicht bauen, ja. Ich lasse hier nochmal ein paar Treppen. So. So. Wir versuchen das jetzt nochmal hier dicht zu machen. Wenn sich einer hier festbackt, ist halt nicht so schlimm. Dicht. Sehr gut. Aber es sind halt jetzt wieder zwei. Ach, das ist auch gut, dass du hier bist. Vielleicht kriege ich den einen noch befreit, aber ich bezweifle es. Warte mal.
Nee, den kann ich nicht verwenden. Das heißt vielleicht doch. Warte mal, wenn ich hier das hinkriege, dass da eine buddelt. Ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht kann ich den Fall ein bisschen abmildern. Wenn ich den jetzt nämlich hier befreie. Aber in die andere Richtung, mein Freund, komm da raus. Komm, einen noch. So, ein bisschen höher. Das ist immer. Vielleicht reicht es, dass der. Ja, der fällt nicht tot. Ich glaube, das klappt. Allerdings, ja, der läuft jetzt zu viel rum. Den kann ich aber noch zum Umkehren bewegen, fällt mir gerade ein, ja. Notfalls. Mal gucken, wenn die anderen hier gleich vorbei sind. Ja. Vielleicht schaffen wir das sogar noch, den einen hier, ne? Also das habe ich heute noch gar nicht gesagt, ne? Wenn man da drauf hält, dann wird einem ja auch die Anzahl angezeigt. Also steht ein Walker, einer. Und das habe ich vielleicht auch gar nicht gesagt. Pass auf, dann machen wir das noch jetzt so. Siehst du, da kommst du. Ja, sehr gut. Ja, geil, geschafft. Und sogar 100 tot. Ne, gar nicht mehr. Einer ist tot gefallen. Aber das macht ja nichts. Einer durfte ja auch. Das haben wir, glaube ich, 99%. Sollte eigentlich so sein. Das sind noch zwei. Ja, genau. Richtig. Jo, passt. Hervorragend. Gut, das haben wir geschafft. Und jetzt kommt dann schon Level 26. Ne, 25. Oh Gott, ich habe Angst, dass bald dieses Scheiß-Level kommt, von dem ich so eine Angst habe. Okay, follow the leader. Wir brauchen 90%. Moment. Wir haben Butler. Ah, okay, ich weiß, glaube ich. Da ist doch einer. Ja. Okay. Oh, wie schön. Schöne Musik. Oh, das ist doch eine sehr schöne Musik. Und natürlich habe ich keinen Ohrwurm. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen jetzt was. Auf. Den lassen wir krabbeln. Kommt das überhaupt hin, was ich da mache? Ja, ich habe gar nicht richtig geguckt, aber das passt. So. Ich muss mal kurz was gucken. Denn wie kriechen die da wieder raus? Oder lass ich lasse ihn einfach weiter buddeln, ne? Genau. Das sollte eigentlich hinhauen. Ich hoffe. Habe ich das jetzt nicht zu früh gemacht? Okay, das war eigentlich eine relativ simple Aufgabe. Hör auf zu buddeln, bitte. Sehr gut. Ja. Okay. Ja, das hat mir gefallen, das Level. Sehr schön. Das war doch mal eine gute Aufgabe. So, und ihr kommt auch alle raus? Ja, schön. Sehr schön. Läuft. Ja, das war wichtig, dass hier so ein, zwei Felder sind, die halt wirklich diesen Boden auch drin haben, nicht nur diesen Bogen an sich. Also nicht Boden und Bogen, ne? Versteht ihr schon. Ja, geil. Das hat ja aber super souverän geklappt. Dann schaffen wir auch noch eins, ne? Ich gucke auf die Zeit, ja. Es sei denn, das ist mein Hass-Level. Dann wäre es ja eigentlich schön, wenn ich es noch in dieser Aufnahmesession schaffe, weil das ist der letzte Part wieder für heute. Aber ich bezweifle es noch so ein bisschen, dass das funktioniert. Wir gucken gleich mal. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht das Level ist. Ne? Dass nicht das gleiche das Level kommt, von dem ich so eine Angst habe. Und vor allem, es gibt ja noch eine härtere Stufe dann, das ist das Schlimme. Das ist ja die zweitschlimmste Stufe gleich von dem Level. Oh. 100%. Sehr schön. Kein einziger verloren. Okay. Gucken wir, was Level 26 mit sich bringt. Okay.
Triple Trouble. Okay, wir haben drei Ausgänge. Das ist eigentlich relativ neu. Einen dürfen wir verlieren. So, wir gucken mal. Also die da oben sind relativ einfach. Die brauchen eigentlich nur runterbuddeln, wie ich das sehe. Das ist doch eigentlich Pillepalle, das Level, oder? So, die sollten doch schon erledigt sein, oben. Ah, ich habe, glaube ich, eine Idee. Beziehungsweise nicht eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, weil wir können da jetzt nicht einfach gerade durchbuddeln. Wir brauchen die in der Mitte, um uns zu helfen. Also erstmal brauchen wir hier einen. Der muss uns da helfen. Und einer muss uns hier helfen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Acht geben, damit wir das nicht kaputt hacken. Du kannst aufhören. Du kannst auch aufhören. Und die in der Mitte sind auch fertig. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich hier noch durchbuddeln. So. Jetzt habe ich keine Treppen. Moment. Scheiße, ich habe keine Treppen mehr übrig. Hahaha, ich krieg die da gar nicht mehr raus. Okay. Okay. Da hätte ich ein bisschen. Achso, ich habe falsche Knopf gedrückt. Da. Das probieren wir nochmal eben. Also der Grundgedanke war okay, denke ich. Ich muss halt nur mit meinen Treppen ein bisschen sparsamer umgehen anscheinend. Ja, sieht so aus. Also ich muss einfach ein bisschen direkter dagegen kommen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, die mittleren praktisch, die haben überlebt. Okay, das ist aber trotzdem machbar. So. So. Direkt da. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, schon verloren, ne? Ja. Ich muss das früher hinkriegen mit den Treppen da unten. Also vom Prinzip her war das jetzt schon richtig. Wir starten noch einen Versuch. Das mit den Schrägbuttern habe ich eigentlich auch ganz gut raus, dass die dann rechtzeitig aufhören, wie es aussieht. Oder dass die da halt gut ankommen. Und die müssen gut ankommen bei den anderen, ja. Ja, okay, ne, einen Versuch machen wir noch. Also da ist wieder ein bisschen Timing erforderlich. Also es sieht relativ simpel aus. Strategie ist schon richtig, keine Sorge. Macht dir da mal keine Sorgen. So. Das hier ist wichtig, dass das zuerst gemacht wird. Thank you.
So. Haben die rechts eigentlich weniger Platz als links? Weil mich das wundert, dass, ja, das ist doof gelaufen wieder da. Dass da so voll ist und links nicht. Hier ist einfach zu viel Blubbel. Das reicht immer noch nicht, scheiße. Ich darf nur noch eine höchstens haben. Eine Treppe. Was? Wir sind da jetzt verreckt. Und warum? Ja, das war auch falsch. Okay. Der wäre jetzt auch tot gegangen wahrscheinlich, ne? Ja, das kommt noch dazu. Okay, also da muss ich direkt... Ja. Ein letzter Versuch noch, meine lieben Freunde. Weil ihr das seid. Ein letzter noch. Und dann verlasse ich euch. Und dann habt ihr wieder Ruhe von mir. Ich denke mal, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dann vielleicht auch den dritten Schwierigkeitsgrad schaffen werden. Da gehe ich stark von aus. Ah, doch, 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 doch. Ja, pass auf. So. So. Also, pass auf. Es ist ganz wichtig, dass ich dich hier genau an der Spitze erwische. So. Der nie so hundertprozentig da zum Abschluss kommt. Das schafft er nicht. Das ist echt kacke. So, pass auf. Gut, das ist jetzt dicht, immerhin. Dreh nochmal um, bitte. Schade. Der kommt jetzt aber rüber. Das ist gut. Das heißt, dich brauchen. Ach, fuck! Das ist da nicht dicht. Komm mal her. Aber wenn es hier nicht dicht ist, haben wir ein Problem. Ne? Ja, ich kriege euch ja hier nicht raus. Ja, ich habe nur noch eine Treppe, die brauche ich hier. Und er geht in die falsche Richtung. Okay, meine lieben Freunde, das wird dann nix. Aber so auf diese Weise müssen wir das machen. Und das werden wir beim nächsten Mal auch bestimmt hinkriegen. Aber ich verabschiede mich jetzt und sage, euer Alex und ciao. Bis zum nächsten Mal.